whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute geht's in die Speyside zu Tamdhu. Tamdhu hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich und Tamdhu ist eine der wenigen Brennereien, die Saladin-Boxen bis zum Schluss betrieben hat. Ich habe Tamdhu im Jahr 2005 besichtigt und da waren die Saladin-Boxen noch in Betrieb und hier habe ich mal ein Bild von den Saladin-Boxen drin. Und wer nun nicht weiß, was Saladin-Boxen sind, nun, Saladin-Boxen sind zum Melzen des Getreides. Da gibt es auf der einen Ecke gibt es die alten klassischen Malzböden, da wurde dann das feuchte Malz ausgelegt, dass das keimen konnte. Man hat aber auch anders große Betonwannen oder Bottiche oder Räume, ganze Räume gehabt, wo man das einfüllen konnte. Da fuhren immer Rechen durch, wendeten das Getreide und belüfteten das Getreide und darin melzte das auch. War durch diese mechanische Hin- und Herschieberei, war das billiger als diese klassischen Malzböden, wo man also sich dann eine Monkey Shoulder geschaufelt hat, wenn man dann das Malz da mit der Schaufel wendete und durch die Luft fliegen ließ. So, und die Saladin-Boxen waren da also effektiver und heute gibt es fast nur noch sogenannte Drum Maltings, das sind große Trommelmelze, wo es dann halt noch billiger und noch effektiver geht. Und deswegen hat dann 2005 oder war es 2006, 2007, irgendwo da die Ecke, hat dann Tamdhu zuerst den Betrieb der Maltings eingestellt. War einfach zu teuer, man konnte das Malz billiger woanders herbekommen. Und im zweiten Schritt hat man dann die ganze Brennerei stillgelegt, weil man die Tamdhu Malts nicht mehr brauchte. Und zwar Tamdhu gehört in den Edrington-Konzern hinein, in dem auch die Famous Grouse zum Beispiel hergestellt wurde. Im Konzern wird hergestellt. Ob sie nun die Famous Grouse weiterhin Malt Whisky von Tamdhu bezieht, ich weiß es nicht. Dann wurde die Brennerei Tamdhu an den unabhängigen Abfüller Ian McLeod verkauft. Unabhängige Abfüller, habe ich hier mal ein Video zugedreht, damit Sie wissen, was das ist. Und der hat schon einmal von der Edrington Group eine Brennerei gekauft gehabt, nämlich Glengoyne. So, nun besitzt also schon zwei Brennereien. Und hat nun nach einer gewissen Orientierungsphase in dieser Brennerei, was denn nun auf Lager liegt und so weiter und so fort, angefangen, einen 10-jährigen aus dem Sherryfass abgefüllten Single Malt Whisky auf den Markt zu bringen. Jetzt im Herbst oder im späten Sommer 2013. Was hat denn Tamdhu in der Zeit von 2007 bis 2013, wo sie wieder angefangen haben, was haben die denn da in der Zwischenzeit gemacht? Nun, die haben hurtig weiterhin aus dem Lager Whisky herausgenommen, weil sie ihn ja für die entsprechenden Produkte brauchen konnten. Und damit fällt dann von so einer stillliegenden Brennerei die Läger relativ schnell leer. Das meiste geht für 3 Jahre alten Whisky drauf. Das heißt, nach 3 Jahren ist das so gut wie Schluss. Und wenn man jetzt noch 5 Jahre da drin fährt, dann sind die Lager ganz schön ausgehapert. Das ist der typische Fall, der so passiert ist, bei anderen Brennereien auch schon so gewesen. Da sind dann die Lager auf einmal relativ knapp und dann entschließen sich die Unternehmen auch, das zu verkaufen, weil für dieses große Lager kriegt man im Normalfall nicht das Geld, was man selber sich jetzt da sparen kann, wenn man den Whisky selber verwendet. So, jetzt wissen wir also nicht, wie viel da bei Tamdhu drin ist. Wir wissen, sie produzieren wieder. Wir wissen auch, dass die Maltings nicht wieder in Betrieb gegangen sind. Vom Tamdhu sind aktuell noch die alten Flaschen ohne Altersangabe am Markt. Haben wir auch noch im The Whisky Store. Aktuell, wie lange sie halten, weiß ich nicht. Das ist so eine Flasche, die ist gekauft worden, die ist getrunken worden und dann war die weg. Und hier ein kleiner Tipp am Rande, es könnte sein, die Flasche ist nicht so wirklich teuer ohne Alter, dass diese Flasche zu einer gewissen Sammelflasche wird, weil Tamdhu wird unter der Ägide eines unabhängigen Abfüllers einen mächtigen Aufschwung nehmen. Kann man sehen, wie das bei Glengoyne war oder wie das bei Edward Dower war oder bei Ben Romach, die alle bei unabhängigen Abfüllern gelandet sind.
Und da wird dann ein Potpourri an verschiedenen Abfüllungen rauskommen. Und die sagen ja schon, da kommt jetzt noch mehr hinterher. Ne? Das heißt, da wird es also jetzt vielfältig. Die erreichen Aufschwung. Und wenn irgendjemand sammelt und dann seine Sammlung komplett haben will, muss er die alte haben. Ja, und wer die dann hat, hat dann Glück gehabt. Ne? Aber das dauert noch ein Weilchen, bis die Brennerei hochkommt und die Leute sie anfangen werden zu lieben. Ja, die Flasche selber ist jetzt optisch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Die hat so, die einen sagen Parfümflakon, Rasierwasser, was auch immer man sagen will. Es ist einer typischen Flasche aus der viktorianischen Zeit nachempfunden. Runden Formen und so. Knapp vor dem Jugendstil war das halt viktorianisch. Die Flaschen, die ich jetzt hier zu probieren habe, sind also nun besondere. Und zwar habe ich hier zwei stehen. Ich werde nur eine aufmachen. Und zwar ist die eine mit 40 Volumenprozenten und die andere mit 43 Volumenprozenten. Und jetzt fragt man sich, was soll denn das? Das hat es bei anderen Brennereien jetzt auch schon gegeben. Das habe ich beim 10-jährigen Ben Riach habe ich das festgestellt. Und zwar die in Großbritannien, die haben nur 40 und die auf dem Kontinent, die haben 43. Und da denkt man so hin und her und warum. Und in Großbritannien ist die Alkoholsteuer deutlich höher als bei uns. Da machen also 3 Volumenprozente tatsächlich im Verkaufspreis was aus. Bei uns sind das ein paar Cent. Plus verkaufen sie mal 100.000 Flaschen mal ein paar Cent, dann ist das schon für den Eigentümer ein ordentliches Stück Gewinn. Ne? Also da kommt es auch immer auf ein paar Cent an. Jetzt schauen wir uns die Flasche, die Hülse erstmal an. 1897 gegründet, damit gehört sie nicht zu den alten, sondern eher zu den jüngeren Brennereien in der Speyside. Inspired by the Enlightenment and 2 centuries. Also bei der durch die Aufklärung und 2 Generationen. Und 2 Jahrhunderten. 2 Jahrhunderten, die ist aber gerade mal 116 Jahre alt, die Brennerei. Industry Endeavor. A Company of Gentlemen. Merchants and Purveyors of the Can-Do Spirit. Also wir können das machen. Yes, we can. We can whiskey. Eras Remarkable Distillery. With the singular aim of producing the world's finest single malt Scotch Whisky. Also sie haben das Ziel, den besten Single Malt Whisky Schottlands herzustellen. Ja, das haben viele. Na gut. Und dann matured in Sherry Casks. Also hier geht man ganz bewusst auf Sherry-Fassreifung. Das irritiert aber. Ne? 116 Jahre alt und dann schreiben sie 2 Jahrhunderte hin. Was steht hinten drauf? Nochmal Sherry Cask. Exklusiv in Sherryfässern, also nicht mit Sherryfässern, sondern exklusiv in Sherryfässern, was nicht heißt, dass das zwingend First Fill Sherryfässer sein müssen, sondern auch Second Fill dabei. Und für ein First Fill auch 10 Jahre ist der zu hell. Da gibt es also First Fill Sherryfässer, die sind deutlich dunkler. Wir versichern Ihnen, jeder Tropfen ist genauso toll, wie er es damals war. In der Nase die Weichheit von Vanille und gezuckerten Mandeln balanciert mit frischer Eiche und Zimt. Oh, das klingt doch schon toll. Zimt mag ich gern. Im Geschmack bursting with fruit and spice. Also aufschäumend, bursting mit Früchten und Gewürzen. Langsam überleitend zu Toffee. Karamell und der Reichheit des Sherry, der Sherry-Eiche. Im Finish, Frucht und Vanille wechseln sich ab, werden langsam angenehm trocken. Und ganz zum Schluss ein merest Whisper, also ein Hauch von Torfrauch. Und das ist der hier mit den 43 Volumenprozenten. Das ist der hier vorne. Und der hier hinten, da steht dann entsprechend 40 Volumenprozente drauf. Und wenn man solche Flaschen vor sich hat, dann macht es dann immer Sinn, dass man mal hinten drauf schaut. Heute will ich Ihnen mal hinten so eine Flasche zeigen. Das sind also jetzt Vorabflaschen, die gekommen sind zu uns. Und hier hinten drauf sehen Sie jetzt so einen schwarzen Fleck. Den sieht man hin und wieder mal. Darunter befindet sich nämlich eine
britische Steuermarke. Die haben gesagt, die Italiener haben ihre Steuermarke oben drüber. Bringt alles nichts. Wenn einer fälschen will, fälscht er das Ding gerade mit. Die Steuermarke da hinten drauf bringt auch gerade nichts. Wenn einer fälschen will oder den Whisky reinschmuggelt oder Wodka reinschmuggelt. Whisky wird sowieso nicht geschmuggelt, da ging es um anderen Alkohol. Und die schottische Whiskyindustrie muss jetzt mitleiden. Ne? Also hier dieses Ding da drauf zu bringen, zu verwalten, mit dem Staat abzurechnen und. Das kostet pro Flasche bestimmt 20, 30 Cent. Würde ich schon sagen. Auf dem Ding ist nämlich, glaube ich, noch ein sehen wir gleich auf der anderen Flasche sei da drauf, noch heftige Details, das ist also nicht so einfach zu drucken. Und dann sieht man hier eine kleine Tabelle und in dieser Tabelle steht nun drauf, Sensible Drinking, do not regular exceed. Trinken Sie nicht mehr als regulär pro Tag. Der Mann 3-4 UK Units. Und die Frau 2-3 UK Limits. Pro 25 Milliliter Measure ist es ein Unit. Man soll also nicht mehr als 3-4, das ist ja die Hölle an Alkohol. Naja, die sind ein bisschen großzügig. Und 28 Units sind hier in der Flasche drin. So, und hier auf der Flasche ist nun ein internationales Hinterding drauf. Hinteretikett drauf. Und da sie in Großbritannien jetzt als Probestück, als Extrastück und so weiter durch die Gegend lief, wurde sie dort auch versteuert und hat jetzt da eine britische Steuermarke. So schauen die Dinge aus. UK, ganz groß. For the UK Market und dann eine Nummer Her Majesty Revenue and Customs. So, und wenn man nun dieses Geld wieder haben will, wenn man die Flasche exportiert, dann kommt da so ein Schwarzpappball drauf. Dann gibt es das Geld zurück. Muss dann nachgewiesen werden, nachgezählt werden. Verwaltungsakt, die haben es also auch ganz kräftig drauf. So, und das sind nun die 43er Flasche. Und eine Vermutung von mir geht dahin, wenn man jetzt eine 43er Flasche hat und man muss nun hinten angeben, wie viele Units da drauf sind, da drin sind, dann sind hier halt auf einmal über 30 Units drin, während im anderen nur 28 Units drin sind. Ne? Und das könnte jetzt die Leute abschrecken, die Flasche wird teurer und vielleicht liegt an der Ecke auch ein Grund, warum man in Großbritannien auf einmal nur noch mit 40 abfüllt. Oder es gibt, das habe ich noch nicht von gehört, eine Selbstverpflichtung, dass man jetzt bevorzugt 40 Volumenprozente hier abfüllt, um da dem Trinkgelage nicht so Vorschub zu leisten. Keine Ahnung. Warum probiere ich jetzt die 43er? Und ich höre jetzt schon die Kommentare, die ja sagen, hätten sie nicht beide probieren können, hätten wir den Unterschied feststellen können. Ich gehe fest davon aus, dass wir hier in Deutschland, wie bei anderen Brennereien auch, den 43% hier bekommen. Und deshalb probiere ich den 43er. Und wenn Sie nun irgendwo meinen, Sie müssten nun den 40er kaufen, und wenn es bei uns ist, dass wir den bekommen, boah, dann bitte sollen Sie das tun. Er wird irgendwo ein bisschen schwächer schmecken. Ne? Aber um wie viel schwächer, kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß man nicht. Ganz toll, viel Sherry. Und diese süßen gerösteten Mandeln. Sofort da. Das ist Jahrmarkt, ne? Das ist Jahrmarkt. Dahinter ist so eine Orangenfruchtigkeit für mich. Und der Zimt, der kommt von dieser Jahrmarktbude auch rüber. Das ist so wie so Zimtzucker auf den Mandeln oben drauf. Sehr schöne Nase, sehr schön. Aber, ja, ein bisschen eindimensional. Wollen wir mal schauen, wie es nachher im Geschmack wird. Aber das ist es, ne? Diese Mandeln zusammen mit der Orangenfrucht. Sehr angenehm für mich. Aber diese Ecken und Kanten sind noch nicht da. Diese Vielschichtigkeit, die Komplexität ist noch nicht da. Er ist halt auch erst 10 Jahre alt, ne?
viel Sherry, Frucht und gleich Gewürze und eine eichige Zartbitterkeit. Sehr präsent, sehr weit vorne, die sich jetzt mit der Süße spielt. Das ist so wie eine Zartbitterschokolade, die jetzt irgendwo innen drin ein paar Rosinen hat. Und wenn man drauf beißt, ist es süß und die Schokolade ist wieder bitter. Die Frucht, der fruchtige Geschmack verbleibt im Mund, die Bitterkeit geht, die Gewürze gehen. Ja. Orange und süße Mandeln. Ja, das ist geradlinig Sherryfass Whisky. Relativ jung. Wenn Sie also einen mal wissen möchten, wie ein frischer, junger Sherryfass Whisky schmeckt. Das ist der richtige. Und wenn ich mich richtig erinnere an den Tamdu ohne Altersangabe, da verblasst die Erinnerung sehr, sehr stark, dann war der nicht unähnlich. Der war nicht ganz so sherrystark, aber er war genauso fruchtig und mild und weich, so ein ganz typischer Space Cider. Tja, schauen Sie mal zum Shopsystem nach. Achten Sie darauf, was für Volumenprozente Sie vorfinden. Und ja, demnächst soll es dann zu diesem Tamdu auch noch ältere Single Malt Whiskys in der Abfüllung geben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.